Hallo, ich bin Simon Heider, Kustos des Rechnermuseums der GWDG. Unser Datenset besteht aus über 100 Fotos von Objekten aus der historischen Rechnersammlung der GWDG sowie den dazugehörigen typischen Metadaten einer Museumsinventarisierung, die Alter, Beschreibung, Material und so weiter. Die Datensätze sind im Sammlungsportal der Universität Göttingen veröffentlicht. Zu unserer Sammlung gehört zum Beispiel eine Kernspeicherebene der Göttinger Rechenmaschine G3, deren einstigen Vollausbau ihr im Hintergrund des Videos seht, die Schalltafel einer Univac 1004, unterschiedliche Lochkarten, der erste kommerziell erhältliche portable Computer oder die Konsole einer DEC PDP 1120. Die GWDG wird nächstes Jahr umziehen und die Objekte, die sich hinter den Fotos befinden, können dann wahrscheinlich so nicht mehr ausgestellt werden. Wir würden uns deshalb freuen, wenn ihr den Grundstein für eine coole digitale Präsentation der Objekte für unser neues Foyer legen würdet.